Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und wir starten heute Horizon Zero Dawn, ein komplett neues Spiel von den Machern von Killzone. Legen wir los! Und falls euch das Video gefällt, bitte teilt das Video mit all euren Freunden. Danke für euren Support! Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte!
Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie ich eine der meine nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ohne eine andere. Ich bin hier. Lange geplant, nicht wahr? Und wo du auch hingehst, Weib. Du, ich folge dir. Wow, was für ein Bomben-Intro. Und grafisch haut das ja mal wirklich alles in den Schatten. Das ist wirklich absolut genial. Okay, neues Spiel. Für den Anfang normal. Aloy! Aloy! Lauter Beeren. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Ausgestoßen, alleine und verlassen. Gehen wir tiefer in die Höhle hinein. Shit! Ziemlich eng, aber ich passe durch. Aber sicher doch. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Das sieht fantastisch aus. Wahnsinn. Wow. Da kann man gar nicht aufhören zu gucken. Das ist Wahnsinn. Cool. Okay, wir gehen da mal hinten durch. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen? Tja, aber irgendwie ist er da reingefallen. Er ist nicht hier. Na, hier müssen die alle gesessen haben. Geforscht haben. Guck mal an, da hinten ist irgendwas. Was könnte das sein? So eine Art Masterschwert. Das wäre was. Gut festhalten. Da vorne ist irgendwas.
Überall so kleine Sachen, wo wir noch nicht hinkommen. Aber bald. Was ist das? Ein Toter! Da glänzt doch etwas. Wie macht es das? Schalte den Fokus durch Drücken von R2 ein oder aus. Verrückt, damit können wir also die Geräte steuern. Sind die sogar noch funktionstüchtig? Wir können einfach da drauf laufen, okay. Wow. Ich bin immer noch so ziemlich im Dunkeln. Finden wir heraus, was vor sich geht. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Bunkertür, Brandschutztür verstärkt und Verschlussintegrität erhalten. Verwende das Gerät, um den Raum zu scannen. Ja, hier. Moment, da müssen wir länger draufbleiben. Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischer Standard-UI. Interface nicht verfügbar. Noch mehr Lichter. Die Bunkertür? Was ist damit? Können wir das vielleicht irgendwo... Da oben ist noch was. 9 plus... 4 plus... Irgendwas. Da ist ein Netzkabel, verstärktes Platinenkabel. Da ist was. Da, Code-Nexus. Es hängt mit der Tür zusammen. Yep. Sicherheitsverschlüsselungs... Port mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holo-Schlösser in der Nähe. Benutze das Holo-Schloss. Ah, okay. Wenn wir hier rumgehen, sollten wir eigentlich da sein. Yep. Das ist schon mega interessant. Wir können wirklich alles scannen. Oder auch nicht. Dann checken wir das mal. Holoschloss gegen den Uhrzeigersinn drehen. Holoschloss im Uhrzeigersinn drehen. Tja, das ist die Frage. Mal was ausprobieren. Oder halt wieder zurückdrehen. Ein Farbwechsel. Es hat geklappt. Dann kämen wir mal wieder zur Tür zurück. Ein Farbwechsel an der Tür. Jo, können die einfach so öffnen. Perfekt. Wow. Das Spiel vermittelt so ein leichtes Gefühl wie aus The Last of Us. Das gefällt mir wirklich sehr gut bisher. Verdammt genial. Ob es damit aber wirklich konkurrieren kann, finden wir noch heraus. Denn storytechnisch dürfte hier noch einiges gehen. Was ist das? Noch mehr gefunden. Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Scannen wir das doch einfach. Meinst du mal, gefällt das? Geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann.
Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Das ist wirklich sautraurig. Die Arme. Wir müssen wieder zu ihm finden. Finden wir einen Ausweg, aber da ist noch eine Tür offen. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen forschen gehen, bevor wir da weitergehen. Das können wir uns auch anhören, Sprachprotokoll. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber, gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Aje. Das war ja weniger interessant. Alles ist wirklich hier so komplett versteinert irgendwie. Uralt, aber wirklich uralt. Und dabei ist das schon so eine hohe verdammte Technik. Da haben wir noch ein Sprachprotokoll. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Jana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Sinnvoll. Er hat sich auch noch abgeknallt. Wow. Tja, finden wir mal einen Weg heraus. Auf geht's.